Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Valkyria Chronicles 4. Und ich habe mich ja ziemlich dämlich angestellt in den vergangenen Parts. Und ich hoffe, heute drücke ich auch die richtigen Tasten und schieße nicht einfach drauf los oder sowas. Wie dass ich den voll daneben geschossen habe hier. Ja. Okay. Irgendwie keinen Schaden gemacht. Toll, der hat keine Munition mehr. Und den schicken wir mal kurz nach vorne. Und zwar so. Das ist vielleicht ein bisschen komisch hier, aber ich will Y jetzt. Wen denn? Egal. Ach, dann kann ich ihn auch gerade spielen, okay. Naja, gut. Einfach mal die Flagge erobern, weil, ja, weil wir es können. Ja, da bin ich ein bisschen... Weißt du, hier kriege ich es wieder hin mit B, aber sonst... Naja, egal. Wow, Treffen ist eine Kunst. Anscheinend können unsere Panzerleute das überhaupt nicht. Er hatte keine Munition mehr. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich wurde vorhin von dem anderen Panzer beschossen, wenn ich das richtig gesehen habe. Mal schauen, ob das irgendwas nützt hier. Ich wollte gar nicht auf den Zaun schießen, ich wollte den Panzer treffen. Na egal. Rufen können wir niemanden, oder? Aber wir können jemanden abziehen, oder nicht? Genau, dann können wir hier, genau, an der Stelle einen neuen Ding hinschicken. Und zwar so einen, der Folgendes tut. Und ja, genau das war meine Meinung. Und zwar müssen wir schauen, dass die Panzer wieder Munition bekommen. Ach, du musst ihn nicht von vorne treffen, du musst ihn hinten treffen. Okay. Naja, da. Ja, ist wieder weg. Ah. Aber dass sie auch immer so weit kommen. Okay, jetzt haben sie wieder Munition. Wie weit kann ich eigentlich mit Riley? Also dieses Ding dahin treffe ich nicht, aber den Panzer. Ach, ich muss genau da richtig treffen. Vielleicht treffe ich von da. Und mit ihr kann ich das Ding wieder aufbauen. Medic,
krieg's vielleicht mit einer Handgranate hin, oder? Mal schauen. Nice! Ja, schießen kann ich nicht mehr. So, jetzt wollen wir mal wissen, wie weit Riley überhaupt kommt. Also den anderen Panzer könnte ich treffen, den unteren Panzer und das Ding da hinten. Das kann ich treffen. Na, jetzt muss ich da ein bisschen mit der Maus arbeiten und ich würde sagen, jetzt. Ich weiß nur eins. Der wird wieder dieses Ding, was wir hier gebaut haben, draufschießen. Aber das ist mir eigentlich sowas von egal, weil ich kann es auch jedes Mal wieder reparieren. Und es kostet mir rein gar nichts. So, wie nah bist du eigentlich dem Panzer? Ach, relativ nah. Oh oh. Es hat ja viel gebraucht. So, schau einfach in die Richtung, wo der Panzer ist. Ja, da kannst du auch auf den Panzer schießen. So. Sollen wir den einkesseln hier? Ja, machen wir doch. Und zwar eine erste. Stimmt, ich habe die anderen Panzer ja noch da, oder? Wenn ich alles gut mache, treffe ich den auch. Genau, ich muss ihn halt oben treffen. Ah! Das war der Hügel! So, den muss ich nachher auch entsprechend drehen, aber ja. Nice shot. Ja, ich gehe ein bisschen nach hinten, weil ja, wir haben ja immer noch dieses blöde Geschütz. Ja gut, wobei hier so sollte passen. Den einen Soldaten. Ja. Gut. Riley. Wir schießen nochmal auf ihn. Und noch einmal. Weil es ja so Spaß macht. Endlich schießt dieses bescheuerte Geschütz weg hier. Weil das hat am meisten genervt, meiner Meinung nach. Ich weiß ja nicht, was ihr denkt, aber ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Ja, zerstör ihn! Ja! Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden der schon bekommen hat. Ja, er schießt auf unseren Soldaten. Oder Panzer. Nee, er hat auf unseren Panzer geschossen. Okay. Gut. Riley? Enttäusche mich nicht. Was müsstest du... Jawohl! Wie viele Runden haben... Boah, schon 10. Runde.
Ja, was haben wir hier noch? Ein Bunker? Okay, der nervt nicht. Das Geschütz? Ja, jetzt sollten wir ziemlich nach vorne rücken können. Ich mal sagen. Ich meine, was? Ein Panzer noch? Dann, los! Ja gut, das Ding nervt trotzdem ein bisschen. Keep your eye on the birdie. How rude. Er trifft sogar. Okay. Commencing counterattack. Follow my lead. Wir müssen diesen Bunker wegkriegen hier. Jetzt komme ich mit ihr nicht wirklich durch. Mal schauen, was ich von hier aus machen könnte. Ich bräuchte einen Sniper eigentlich da oben. Irgendwo muss doch so ein blöder Tank sein, oder nicht? Eigentlich will ich noch diese Flagge einnehmen hier. Aber da ist da auch der Panzer. Naja, dann würde ich mal sagen, okay, Panzer, kommen wir nach vorne. Bunker ignorieren wir. Soldat ignorieren wir, Panzer ignorieren wir nicht. So, und der andere Panzer kommt auch noch nach vorne. Uah. Zu zweit geht's immer besser, oder? Okay, der Soldat da unten nervt auch ein bisschen. Was wir aber mit dem Bunker machen können, keine Ahnung. Okay, dann kommen wir mit ihm noch ein bisschen nach vorne. Wenn ich dann rückwärts fahren könnte. Also war gar nicht so einfach. Aber der kann ja 380 Grad drehen. Oh, das war eine Mine. Kann er 380 Grad Drehung machen ohne Probleme. So, vielleicht ist es auch nicht gut, dass wir alle auf einem Haufen hier sind, aber ja. Ach, nice. What? I have to work? So, er muss auch nach vorne. Und zwar so weit wie möglich. Oh. Watch out for counterattack. Er kann fast nicht mehr laufen. Ach, jetzt. Jetzt geht's. Ja, das ist dieses blöde Geschütz, das wir auch besitzen. Also wie Riley, aber ja. Oh, mein Handy hat bald keinen Akku mehr. Naja, was soll's. Ich hoffe, sie schießt nett. Ja, sie hat... Jawohl. Es gibt aber jetzt eben dieses Problem, und zwar der andere. Also, irgendjemand muss nach oben. Irgendjemand muss hier diesen Ding ausschalten, oder? Ja, das ist Voltaire. Oder treffe ich den? Treffe ich den? Also, wenn ich den treffen könnte. Ich treffe nur den Bunker. Und den Panzer. Und das Ding da hinten. Ah, den vielleicht. Einfach mal Sturmtrupp. So. Ach so. My pleasure.
Okay. Ich weiß, dass der andere hier treffen kann. Ja, das ist ja klar. Das Wichtige ist, dass der andere mich hier... Kann ich mich irgendwo verstecken? Ja, nicht wirklich. Gut. Gut, stimmt, sie kann ja nochmal schießen. Okay, wie wär's mit einer Handgranate? Ja, das geht zu wenig weit. Dann stehen wir halt fast davor. Und jetzt, wie geht's? Nice! Oh, sie verlieren sogar einen Dingpunkt. Okay. Und soviel ich weiß, kann ja das Geschütz hier nicht drehen. Genau, wir geben noch ab. Gut. Ja doch, es kann drehen. Naja, gut. Gut zu wissen. Aber sie hat dich zurückgeschossen, weil sie keine Munition mehr hatte. Toll. Und was passiert jetzt? Oh. Ah, okay. Da hätte ich wohl hinten bleiben sollen. Ja. Jetzt werde ich keine Munition mehr? Warte ich jetzt wieder. Okay. Wirf die Handgranate. Ach, schade. Okay. Naja. Also, dann haben wir hier nochmal so einen Idiot. Sag ich nicht ohne Grund. Oh. Die Folge wäre eigentlich vorbei. Wobei, der Panzer geht kaputt. Ich musste nicht mal schießen. Der andere Panzer hat schon davor geschossen. Ja. Wir fahren ein bisschen nach vorne. Ich hoffe nicht zu weit. Oh, da ist wieder so eine blöde Mine. So, wichtig ist der Trottel da. Den können wir nicht treffen mit Riley, oder? Ja gut, eben, wie gesagt, eigentlich die Folge wäre vorbei. Aber wir machen hier trotzdem noch weiter. So, wichtig, wie weit kommst du? Okay. Treffen wir jetzt ihn wohl eher nicht. Wir versuchen es aber trotzdem. Okay, nein. Ich treffe von hier aus auch gar nichts. So, dann machen wir das so. Es sieht so komisch aus. Naja, dann ducken wir uns hier und versuchen hier noch zu helfen. So, liebe Leute, ich würde sagen an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Valkyria Chronicles 4. Also macht's gut und tschüss. Alles schnell und alles und das andere nicht.